So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. So, wie ihr seht, stehen hier ein paar Schränke. Ich habe gestern wieder ein bisschen was gemacht. Wir haben aufgeräumt, wir haben... ich glaube, das können wir jetzt ausschalten, oder? Warte mal. Ich habe sortiert, ich habe hier alles soweit fertig gemacht. Ne, das Ding läuft noch, das läuft auch noch. Die ist vollständig geladen, okay. Es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen jetzt endlich fertig geworden. Meine Kisten sind soweit leer. Ich habe jetzt noch diese drei hier. Die eine bleibt ja, das ist jetzt Holz. Das ist eigentlich nur Baumaterial. Hier haben wir ja noch ein bisschen, also ein Fahrersitz für ein Leica. Hier haben wir dann noch ein bisschen Dünger drin. Wagenheber, da muss ich halt auch noch ein bisschen sortieren. Und das ist meine Schrottkiste. Ansonsten ist alles weg. Wir haben vieles ins Auto gepackt. Ein paar Kisten habe ich rübergestellt zum Sortieren fürs Kochen. Und ich würde sagen, wir machen heute... Oh, warte, die kann auch ins Auto, der Rucksack. Dann würde ich sagen, machen wir heute erstmal Baseball zu Ende. Das Ding wollte ich da reinpacken. Und dann, ich weiß gar nicht, haben wir Platz? Ich glaube, müsste eigentlich, ne? Also wir haben ja doch relativ gut aufgeräumt. Passt der da jetzt noch rein? Der passt rein, hervorragend. Ausrüsten, der ist leer. Genau, das war, falls wir wieder mal im Bunker gehen. Alles so ein bisschen sortiert. Ich habe jetzt hier die Verkaufskiste. Ich habe hier die 1000er Sicherungen. Ich habe hier ein paar 800er Sicherungen. Ich habe hier 600er Sicherungen. Dann habe ich zwei Lootkisten. Oder, naja, doch zwei Lootkisten. Das hier ist eine Ausrüstungskiste, wo ich für den normalen Rucksack dann nur noch Bogen und Pfeile habe. Und wenn wir dann nochmal in die Bunker gehen oder sonstiges, habe ich dann halt auch hier noch Zeug dabei. So, das ist dann jetzt soweit. Obwohl, warte, wir könnten tatsächlich gerade mal den grünen Rucksack anziehen. Dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Garten noch schnell. Vor allen Dingen muss ich mal gucken, dass wir so unser medizinisches Zeug hier ein bisschen, ups, ne, eigentlich solltest du besuchen, das medizinische Zeug ein bisschen durchforsten, weil ich habe gestern gesehen, beim Ausloggen, ich war gerade beim Ausloggen, dann habe ich gesehen, wie mein Nachbar, ich habe jetzt da oben anscheinend einen Nachbar, sich an meinen, okay, sich an meinen medizinischen Zutaten hier bedient hat oder überhaupt hier, ich meine, ne, es ist nicht schlimm, aber ich glaube, gestern Abend hatte er dann eh Pech. Weil da hatte ich vorher schon gelootet und alles gemacht. Wie gesagt, da oben wohnt jetzt auch noch jemand. Ganz bei mir in der Nähe. So. Was so im Prinzip nicht schlimm ist, nur halt, ich werde jetzt auch gucken. Ja, wenn... Also ich will jetzt auch nichts unterstellen oder so, aber wenn demnächst irgendwie gar kein Zeug mehr da ist zum Abarbeiten oder so und ich hier nur immer die Arbeit habe und alles pflanze, dann baue ich mir doch noch einen Zaun drum oder so. Nein, aber wie gesagt, das ist keine Unterstellung und ich bin ja nun mal auch nicht so oft hier am Garten oder im Garten, an der Gartenarbeit, von daher alles gut. Hauptsache ich kriege da noch ein bisschen was raus, dann ist alles tutti. Gut, aber wie gesagt, wir machen jetzt hier schnell kurz die Gartenarbeit. Dann würde ich sagen, werten wir die Base auf. Die eine Wand habe ich ja gestern schon gemacht. Was heißt die eine? Ja doch, ein kleines Wandstück, und zwar da, wo die Tür drin ist. Weil gestern ich da einen Schrank hingebaut hatte zuerst und das ausprobieren wollte und dann... ging das nicht, also es, ich hatte das dann aufgewertet, weil ich gucken wollte, was passiert, wenn ich aufwerte und der Schrank da steht. Das Problem war halt, ich kam irgendwie nicht mehr an den Schrank ran, warum auch immer. Und habe dann den Schrank wieder abgerissen, aber hatte dann auch aufgewertet. Nur ich wollte das jetzt halt vorher wissen, bevor ich da Klamotten reinpacke und was weiß ich nicht, was nicht drankomme und dann wieder alles irgendwie abreißen musste. Deshalb hatte ich das so probiert. Und ja. Jetzt ist der Schrank da weg. Ich habe schon eine Wand gezogen. Ich hoffe, bei den anderen Wänden geht das besser. Und, oder Schränken, die da jetzt stehen.
Weil die jetzt wieder alle abzureißen und alles nochmal neu zu bauen, hätte ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Aber gut, wir gucken jetzt erstmal. Wie gesagt, erstmal Gartenarbeit, dann gucken wir, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen was ernten können. Das packen wir dann noch schnell rüber dann. Also hier in unsere Vorratskisten. Dann seht ihr gleich auch mein Kochhäuschen. Was wir da jetzt alles schon so an. Also ich glaube, ich habe jetzt 4 oder 5 Kisten da drin. Dass wir demnächst dann auch besser kochen können. Und es ist doch schon ziemlich viel, was wir an Zutaten haben, was mir gar nicht so bewusst geworden ist. Ja, das ist halt, wenn man wirklich immer nur looten geht, alles in die Kisten schmeißt, irgendwann weiß man nicht mehr, was man hat und was nicht. Öl zum Beispiel haben wir gar nicht mehr. Da hatten wir anscheinend nur eine einzige Ölflasche bis jetzt. Die habe ich gestern beim Kochen drauf. Die ist gestern beim Kochen draufgegangen, so wollte ich eigentlich sagen. Ich habe gestern Abend noch Kohlrouladen gekocht gehabt und irgendwie, ich weiß gar nicht, was noch genau. Auf jeden Fall Sachen, die ich herstellen konnte. Dabei ist mir allerdings wieder aufgefallen, das haben die anscheinend immer noch nicht gefixt, die blöde Sache mit dem Reis. Du hast 10 Reispakete oder 10 Einheiten im Reis, kannst aber immer nur, oder weiß ich nicht, es ist so viel irgendwie. Oder ich muss halt gucken, ob es da noch andere gibt. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe irgendwie 3 Reispakete. Alle 3 habe ich jetzt so weit aufgebraucht, dass in jeder Reispackung irgendwie nur noch 2 Reis übrig ist. Kann den Reis dadurch aber jetzt nicht mehr gebrauchen, weil irgendwie ich halt den Reis nicht stacken kann. Das heißt, ich kann nicht eben sagen, so ich nehme, wenn ich 4 Einheiten Reis brauche oder 3 Einheiten oder was auch immer, den Reis von der und der Tüte, das geht nicht. Komischerweise, leider irgendwie mit Wasser und so geht's, nur mit Reis nicht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig und schade. Aber ich habe auch ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, ob es da Sachen gibt. Oh, guck mal, hier habe ich vergessen, das Unkraut zu entfernen auf der Reihe. Ich habe, wie gesagt, noch gar nicht geguckt, ob es irgendwelche Rezepte gibt, wo man nur 2 Reis braucht oder vielleicht sogar nur ein Reis. Du solltest eigentlich, nein, nicht durchsuchen, du solltest eigentlich das Unkraut entfernen. So. Oh. Es ist schon wieder so voll super, wenn man irgendwie das Zeug hier durchsucht, während man eigentlich Unkraut ernten will. Ne, nicht ernten, jäten will, so. Weil wir wollen ja kein Unkraut ernten. So, dann. Jetzt doch auch direkt mal hier. Dann machen wir direkt mit, sonst geil. Chilischoten haben wir schon. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Den Kohl, weiß ich nicht, den, ja, können wir wahrscheinlich auch gleich ernten, aber ich habe da schon so viel von. Das ist gerade so mein Problem. Das Problem ist halt auch wirklich, dass Kohl und Wassermelone so viel Platz einnehmen, auch in den Schränken oder in den Kisten. Es ist schon der Hammer. Also ich fände, die könnten das ruhig ein bisschen kleiner machen. Alles andere ist so ein einer Vierer, also hier so ein Teil, ne? Und die Wassermelone, also hast du ja schon hier so ein Riesenteil. Ja, dass Wassermelonen größer sind, ist Fakt und das sehe ich auch irgendwo ein, aber man könnte sie im Gegensatz zu den, weiß ich nicht, Maiskolben hier, ne? Oder zu den Zwiebeln oder sonstiges doch ein bisschen kleiner machen, finde ich. Weil auch, ah nein, auch die andere Melone hier, die Guacana, ja, ich weiß nicht, wie sie heißt, die ist ja zum Beispiel auch relativ klein gemacht. In die Hände nehmen. Also die ist zumindest kleiner wie eine Wassermelone. Und was war denn das noch? Der Kohl, genau, der Kohl ist auch auf jeden Fall ein bisschen was kleiner. Das fände ich dann auch schon ein bisschen. Weil, guckt euch an, ne? Das ist eine Wassermelone.
Es sind jetzt 4 Wassermelonen. Oh Mann. So. Durchsuchen. So. Und ne, das hier ist Brokkoli, das ist sehr schön. Die nehmen wir natürlich mit. Mal Kohl. Ja, Kohl haben wir auch. Also wenn ich mir angucke, das ist der Kohl und das ist die Wassermelone, ne? Und ich finde manchmal, also je nachdem, bei welchem Bauern oder auf welchem Feld man ist oder so, sind eigentlich ist der Kohl fast genauso groß wie eine Wassermelone. Ich weiß nicht, was die für Tonnen an Wassermelonen hier Dings haben. Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Aber wie gesagt, ich finde, die Wassermelonen haben halt ja viel zu viel Größe. Also sind hier viel zu groß, finde ich. Ich hoffe, das wird vielleicht irgendwann mal behoben. Das wäre sehr schön. Also wie ihr seht, wir haben jetzt hier 5 Kisten. Wir haben einmal Lebensmittel, wo ich gestern von drüben alles reingeschmissen habe, ein bisschen versucht habe zu sortieren. Dann haben wir leer. Ja, das war eine leere Kiste, deshalb heißt die leer. Da haben wir dann jetzt das Zeug hier drin. Kartoffeln, die Paprika können wir hier rüberschmeißen. Dann, die Pepper, der Chili ist nicht Pepperonis. So, und ich muss gucken, irgendwo unten hatte ich Mais, war das hier? Ja, hier habe ich den Mais. So, dann haben wir Samen, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Und dann haben wir lebensfrisch, das sollte eigentlich lebensmittelfrisch heißen, aber das passte nicht. Deshalb haben wir das jetzt so gemacht. So, da haben wir nämlich dann das Zeug hier. Dann hauen wir das schon mal hier rüber. Ups. Hier ein bisschen Zwiebel. So, und ein bisschen Brokkoli. Mir fällt aber gerade ein, ich habe vergessen, wo haben wir denn die Cantaloupe-Melone? Nee, da nicht. Ah, hier ist er doch, guckst du. So. Dann gehen wir jetzt mal gucken, dass wir Kartoffeln. Halt, zumachen. Jetzt wir Kartoffeln kriegen. Da kommt er rein. Die Kartoffeln habe ich nämlich, glaube ich, gerade gar nicht versucht zu ernten. Oder? Hatte ich doch. Nee, hatte ich anscheinend doch. Es gibt nur keine Kartoffeln. Na gut, gibt keine Kartoffeln. Also ich sage, du hast hier 3 Wassermelonen drin oder so, dann sind die sowas von voll, ne? Das ist schon der Hammer. Also da könnten die Entwickler gerne ein bisschen nacharbeiten und die mal ein bisschen kleiner machen. Also an Lebensmitteln allgemein so ein bisschen vielleicht verkleinern. Ne? Was weiß ich. Also ich würde sagen, die Wassermelonen so groß wie den Kohl und den Kohl vielleicht. Ja, vielleicht doch so lassen. Ich weiß es nicht. Aber weil wenn man hier guckt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 Kästchen. Das hier sind nur 4. Und das hier sind 1, 2, 3, 4. Also 4 mal 4. Und das sind 6 mal 6, glaube ich. Ne? 1, 2, 4. Ja, 6 ist 6 mal 6. Also jetzt finde ich schon, ich persönlich finde es ein bisschen übertrieben mit so riesen Wassermelonen. Aber okay. Wenn das nicht geändert wird, dann ist es halt so. Und was wollte ich jetzt machen? Zerteilen, genau. Ich weiß halt nicht, wie die Entwickler auf so riesen Wassermelonen kommen. So, sehr schick. Dann würde ich sagen, essen wir hier mal einen so einen Teil. Obwohl wir haben, ja doch, Wasser könnte man ein bisschen und essen auch. Okay. War das jetzt schon immer so, dass man die Wassermelone so langsam gegessen hat? Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Weil irgendwie habe ich Wassermelonen meistens immer gemieden und stehen lassen, weil mir die einfach zu groß waren. Bin ich ja ganz ehrlich, ich habe die halt wirklich nicht mitgenommen oder ja, hab's so gelassen.
Wobei die Wassermelonen ja eigentlich ziemlich gut sind für den Wasserhaushalt, also das Wasser aufzuarbeiten oder sonstiges, wenn man irgendwo durstig ist oder so. Wenn man Wassermelonen findet, sollte man die definitiv essen, auch hier in-game. Weil es stillt schon so ein bisschen den Durst. So, jetzt haben wir hier Rucksack. Dann würde ich sagen, wir gehen an unser Baumaterial. Holen uns hier in die Hände, genau. Holen uns hier die Kettensäge, fangen dann schon mal an, den Baum hier umzusäbeln. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt schon mal einen Baum umgelegt. Die hier, die da. Ich packe die jetzt erstmal alle hier in die Mitte, damit wir gleich auch. Ich habe schon mal erwähnt, ne, diese Drohnen. So. So. Sehr schön. Dahin. Eigentlich sollte das Ding auch nicht da rein. So. Das Ding kann hier unten hin. Das Ding. Ups. Hallo. Na, egal. Das Ding dahin. Übrigens, ich muss noch mal in die medizinische Abteilung. Klamotten, Farbdosen, da ist Medizin. So. Genau, hier habe ich schon mal so ein bisschen Medizin vorbereitet. Dann habe ich hier ganz viel Medizin vorbereitet. Und hier ist so der Nachschub für meine Medizin. Also, ich sage ja, wenn da jemand so ab und an, ne, das ist, finde ich nicht schlimm, weil ich habe ja mehr als genug gerade. Aber halt, wenn es auf Dauer ewig nur leer ist, dann denke ich mal, werde ich da jetzt dann doch mal irgendwann, würde ich da das unterbinden und eine Mauer drumherum bauen. Aber ich sage, wenn es nur ab und an passiert, ist mir das eigentlich ziemlich egal. So, da wollte ich auch nochmal gucken. Warte, Stützpunktbau. Da. Hierfür bräuchten wir Metallschrott, Werkzeug, Nägel und Dings, ja. Und dafür bräuchten wir Bleiplatte. Okay. Ja. Nee, eigentlich. Aufrüsten. Mit Katana füllen? Nee, nicht mit Katana. Das ist. Mit Katana ist blöd. Nein, 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 Katana weg. Glaube. Aber ich wollte eh mal gucken. Also drei Baumstämme und sechs. Na toll. Haben wir nicht hier irgendwo Holz? Ein einzelnes, bitte, irgendwie. Brettchen. Ich würde gern irgendwie. Ja, toll, macht der nicht. Hat der nicht Rucksack? Nein. Wir hauen das mal. Ist Katana, siehst du, wir haben eh noch keins für Dings. Aber ich möchte nicht mit dem Katana vollhauen, weil dann. Mit dem Bushman eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Was ist mit unserem Bushman? Ja, hat 96%. Das wäre machbar, aber nee. Ah, oh, ist das. Elektrik, Farbdosen, Klamotten, Bau. So. Wir könnten eventuell mit. Nee, das will ich alles hier nicht. Doch, das ist fies. So, ja, das bleibt aber nichts anderes übrig. Hä? Wo ist denn jetzt schon wieder die Kettensäge? Oh. Jo, die bitte auf die 4 packen. Zerlegen. So, dann in Holzbretter zerteilen. Natürlich habe ich das Ding wieder falsch rum gehabt. Doch, das ist doch drei Bretter. Eins, zwei. Wo ist denn das dritte? Das hängt natürlich hier wieder in die Hände nehmen. So, das haben wir da. Warum brauchen wir da jetzt drei Baumstämme? Ey, das wird ziemlich intensive Arbeit mit ganz viel Bäumen, die wir fällen müssen. Halt stehen geblieben. So. Aber ja, da kommen wir dran, genau. Aber das ist ulkig, dass dann urplötzlich. Ja, das finde ich schon wieder blöd irgendwie. Aber okay, so. 100. Es läuft.
70 erst. Sehr schön. Das wollte ich so eigentlich nicht. Das heißt, wir werden gleich auf jeden Fall. Andere Dinger nehmen, aber ich finde es auch echt schon blöde, dass der hier, ach Quatsch, beim Aufwerten irgendwie, so, ja, dann auch die Teile wegmacht. Das ist blöd. Ich mag das nicht. Das heißt, wir müssten dann jetzt natürlich jedes Mal, wenn wir aufwerten, gucken, dass wir, weiß ich nicht, das Blei da haben und das da haben. Und das Blei sollte eigentlich für ja, die Kettensäge haben wir am Rücken, stimmt, weil wir haben ja gerade gar keinen Katana dabei. So, warte, dann das in die Hände. Das nehmen wir mal auf. Weil eigentlich, wie gesagt, sollte das Blei für Munition sein und nicht für das andere Gedöns. So, 1 und 6 Bretter brauche ich noch. Das heißt, wir brauchen wieder 2. Den nehmen wir auf. Und den auch. So. Ne? Mach mich nicht schwach. Ne, wir nehmen anscheinend doch. Ich hoffe es zumindest. So. Ich glaube, wir müssen das so rumdrehen, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also wie gesagt, ich wollte jetzt nicht das Blei dafür machen, um hier mein Fenster zu befestigen. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass die Befestigungen bleiben. Weil es ist ja jetzt blöd, dass wir jedes Mal bei jeder Aufwertung irgendwie dann gefühlt so, wieder neu upgraden müssen oder zumachen müssen. So. Das wird eh noch lustig. Ja, da kommen wir auch schon wieder nicht dran. Das ist Banane. Und das in die Hände nehmen, so. Ja, aber dann ist das so. Sag mal, das ist... Wir hätten vielleicht erstmal auf Aufrüsten gehen sollen, oder? So. Ihm ist schon wieder ein bisschen warm oder so, sehe ich gerade, ne? Dafür hätten wir noch Platz. Guck mal, das können wir da hinschmeißen. Das können wir da hinschmeißen. Und das schmeißen wir einfach in die Hose. Dann haben wir auch wieder Platz. So, dann können wir den Baum hier umlegen. Aber ich sage, das ist so ein Blödsinn irgendwie. Aber ich will mich nicht beschweren, auch wenn ich es jetzt gerade wieder tue. Das ist... ist ja schön, dass man da endlich mal was machen kann. So, 5, wo ist denn das 6. Brett jetzt? Och, echt jetzt. Jetzt darf ich das letzte... nein, nicht so. Darf ich das letzte Brett wieder suchen, oder was? Ja, das liegt natürlich in. So. Nein, du sollst nichts reparieren. Mann, oh. Ich würde sagen, wir graden jetzt auch erstmal die Tür ab. So. Oder nicht? Ich hoffe. Warte. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt bestimmt gleich wieder, was wir unbedingt brauchen. Wir könnten das doch von innen machen. Warte mal. Wir können ja gucken. Aufrüsten. Wir brauchen. Was brauchen wir denn? Bei Bretter, Seil, ein. Dietrich, ach nicht Dietrich, ein Nagelseil brauchen wir. Nägelbolzen. Komm, dann nehmen wir direkt hier mal den. Ne, warte, wir nehmen. Ich weiß nicht, passt doch Bolzen. Ich hoffe. Ja, reicht auch, das ist sehr schön.
Dann, so eine Art Seil wollte der. Das hatten wir. In Schrott guckst du. Sehr schön. So. Wir nehmen mal so ein bisschen mit. Brauchen wir vielleicht noch ein paar Mal. So, dann brauchen wir jetzt nur zwei Bretter. Ich habe ja den Vorteil, dass wir oben noch nicht zugemacht haben. Das heißt, wir können jetzt einfach. Ja gut, wir könnten auch durch die Tür gehen, aber wir können hier. So. Oh, gut. So, und dann sägen wir jetzt hier wieder beim Baumstamm. Und dann ist die Tür auch schon fertig. So, das Ding bitte da. Und dadurch, dass wir dann jetzt gleich eigentlich nur zwei benutzt haben, könnten wir eigentlich das Teil hier zur Keule machen. Dann macht doch das Ding mal auf die zwei. So, wir gehen kurz an Bau. Ich glaube, wir brauchten dafür eine kleine Axt oder so, ne? Nee, irgendwie nicht. Och Mann, was braucht mir ein Hammer oder sowas? Oder was ist das? Klappt das vielleicht mit einem Brecheisen? Nee, auch nicht. Hä? Moment, jetzt muss ich gucken. Ich brauche eine Keule. Ich würde gerne eine Keule herstellen. Keule. Da ist die Keule. Dafür braucht man eine Axt. Oder Beil. Ja, habe ich doch gerade gehabt. In die Hände nehmen. Ah, jetzt geht's. Okay. Irgendwie habe ich gerade was falsch gemacht oder so. Vielleicht, weil ich es nicht in der Hand hatte oder hatte ich das gerade rübergezogen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. So, dann müssen wir jetzt noch mal gucken. Warte mal. Crafting, genau. Stützpunkt Bau. Ich würde gerne mal gucken, was ich jetzt dafür brauchte. Ach nein. Ja, doch, irgendwie schon, aber nein, nicht jetzt. Ich wollte eigentlich das hier gucken. Wir brauchen Nägel. Da brauchen wir wirklich Nägel für. Schrott. 5 Stück anscheinend. Oh Gott. Ja, die Kiste Hammer. Ich würde sagen, wir nehmen mal 5 Schrott mit und holen ein paar Nägel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann Nägel, 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 Nägel da. Ja, die Bolzen lassen wir auch mal hier. Wir nehmen die 11 Nägel hier noch mit. Und dann sollte das hoffentlich funktionieren, hoffe ich mal. Also ich meine, ich finde diese Baumstammoptik immer noch besser wie das hier, ne? Muss ich ja immer noch neidlos angestehen. Aufrüsten. Ich weiß auch definitiv, ups, dass ich nie wieder noch 4 Bretter, okay, dass ich nie wieder wahrscheinlich hier unten in der Etage so viele Fenster bauen werde, weil das ist einfach blödsinnig. Braucht man eigentlich nicht. So, in Holzbretter zerteilen. Hervorragend. So, dann haben wir nämlich das Ding, nehmen wir mal in die Hand. Ups. So, fertig. Jetzt ist nämlich wieder das Problem genau eingetreten, was ich nämlich vorher schon sah. Aber das funktioniert. Das sind 2 Bretter gewesen. Gut. Aber ich sage, ich finde es halt trotzdem so ein bisschen blöde, dass man jedes Mal neu das Zeug da hinhauen muss. Er muss pinkeln, okay. Nein! Eigentlich sollte er nicht drüber hüpfen, aber okay. Ich wollte eigentlich gucken, dass man von da oben. Wir können übrigens beides machen, sehe ich gerade, bevor wir gleich dann auch noch das andere Geschäft müssen. Ich würde gerne da einen Busch finden. So, ups, nein. Le Büsch. Da. Machen wir direkt beides.
So, wir haben gestern übrigens auch Gesundheit, volle Blase. Nee. So, wir hatten Thunfisch, Salat. Ach ja, stimmt, ich habe gestern MAE gegessen. Aber die Geräusche kann man einfach nicht überspielen, egal was man hier erzählt. Aber durch die Wassermelone haben wir jetzt zum Beispiel auch wieder 113 Wasser. Das ist ja auch nicht so toll. Und meine Vitamine gehen irgendwie alle in den Keller. Ich weiß auch noch nicht. Das ist. So. Ja, dann wie gesagt, das haben wir schon mal fertig. Dann könnten wir jetzt eigentlich hier aufrüsten. Da aufrüsten. Da aufrüsten. Da aufrüsten und hier aufrüsten. Es ist echt der Hammer. Achso, gucken. Haben wir wirklich? Ne, wir haben keine 5 gebraucht, so wie es aussieht. Ne, wir haben nur 2 gebraucht. Glaube ich. Aber egal, wir nehmen jetzt einfach mal hier noch ein bisschen mehr mit. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall noch. Und dann müssen wir als nächstes müssen wir gucken, dass wir mal irgendwie neuen Schrott holen fahren. Ich glaube, das machen wir dann als nächstes, bevor wir irgendwas anderes machen. So, Baumfällen. Sehr schön, das war auch wirklich ein Baum und nicht wieder so ein Weihnachtsbaum, wie wir ja auch schon mal das Problem hatten. So, ich würde jetzt tatsächlich mal das Zeug, wenn das geht, geht natürlich nicht. Warum sollte das auch gehen? Ach, das ist doch wieder. Ich hasse es. I hate it. So, das funktioniert. Leg mal alles hier unten hin kurz und guck, ob ich es dann hochkrieg. 5. Sonst liegt da nichts mehr. Dann natürlich nicht. Warum sollte das auch gehen? Ne? Das ist doch. Och Mano, ey, ernsthaft. Wir könnten natürlich. Warte mal, ich nehme das mal in die Hände. Gucken, ob das funktioniert. Hände nehmen. Fallen lassen. Ach, guckst du, geht. In die Hände nehmen. Fallen lassen. In die Hände nehmen. Sind dann schon mal 3. Fallen lassen sind 4. Macht er das jetzt auch oder wo hat er die jetzt hin? Nee, die hat er doch, doch, die liegen da übereinander anscheinend. Okay. 1, 2, 3, 4. Den hat er natürlich wieder nicht mitgenommen, obwohl es ist sogar noch einer. Sehe ich gerade. Warte mal, lassen Sie den mal fallen, please. Fallen lassen. Und hier müsste jetzt noch einer sein. Genau, in die Hände nehmen. Hervorragend. So. Dann würde ich sagen. So, wir brauchen auf jeden Fall 6 und 2. Dann bereiten wir uns nämlich schon mal direkt darauf vor, indem wir jetzt beide Baumstämme zersägen. So, in Holzbretter zerteilen. Ja, hervorragend. Lass mich raten, die anderen Bretter sind drin. So, dann würde ich sagen, let's go. Crafting, ja. Dafür, nein, nicht dahin, dahin. Wie gesagt, ja, wir brauchen wirklich nur 2 Schrott, einen Nagel und das Ding, okay. So. Aber ich finde es halt echt schon ziemlich merkwürdig. So, weiter hier. Bretter, sehr schön. Dann. So, 2. Wir brauchen auf jeden Fall noch 4 Bretter. Ich gucke jetzt mal kurz da drin. Da sind auf jeden Fall noch 2 Bretter. So, ja, ich sage, das ist wirklich schade, dass man die immer wieder neu machen muss. Also, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt und nicht jedes Mal eure Fenster da neu verbarrikadieren wollt,
Würde ich sagen, baut keine Fenster nach unten. Oben braucht man dann eigentlich keine Fenster. Oder kann man die Fenster machen, meine ich, aber braucht es eigentlich nicht zum Zukloppen. So, drei. Weil ich sag mal so, hätte ich jetzt da aus Versehen eben irgendwie nicht drauf geachtet oder sonst was. Oder wenn ihr nicht drauf achtet, dass ihr Schrott dabei habt. Obwohl doch, ja gut, man hätte es wieder mit den Dingern hier zumachen können. Ne? Braucht man halt nur ein bisschen Nagel und sowas. Das wäre natürlich auch gegangen. Ich habe es jetzt halt nur wieder abgegradet. Aber im Prinzip, wenn man da nicht drauf achtet, vergisst man vielleicht dann irgendwann auch wieder das Ding zuzumachen. Was dann vielleicht auch nicht so toll ist. Oh nee, jetzt nicht schon wieder. Oh, ey. In die Hände nehmen. In die Hände nehmen. In die Hände nehmen. Es geht sogar einfacher als ewig fallen lassen und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Okay, das war der erste dann wieder. Dann können wir doch jetzt hier wieder das weitermachen. 3, 4, 5, 6. Wunderbar funktioniert. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich gerade drauf war, ich habe echt total vergessen, dass das vielleicht weggehen hätte können und wir nochmal alles neu machen müssen. Wogegen ich natürlich gestern Panik hatte, war, dass wenn ich da genau, den Schrank abreiße, dass die ganze Wand einreißt. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Da habe ich irgendwie mit gerechnet. Ich hatte schon die schlimmsten Befürchtungen. Ach, könntest du jetzt mal das Ding hier anmachen? Also geht doch. Aber das ist Gott sei Dank nicht passiert. So. Fertig. Hä? Achso, nee, wir hatten ja schon alles gut. Was fehlt da noch? Drei Bretter fehlen noch, okay. Haben wir jetzt gleich hier. Hallo? Hier habe ich gesagt. So, dann in Holzbretter zerteilen. So haben wir dann auch. Dann geht's hier weiter. Ja, da brauchen wir dann jetzt wieder. Was ich hier eigentlich ganz gerne machen würde, müssen wir jetzt gerade gucken. Hatten wir nicht doch, warte, die hier. Ach, guck mal, wir haben übrigens hier noch ein Brettchen liegen. Ja, das läuft dann auch ein bisschen schlecht so. Weil ich würde ja ganz gerne, warte mal, wenn ich, ich glaube, wir nehmen das Zeug jetzt einfach alles mit hier. Wenn es klappt, ich glaube nämlich nicht. Mist. Obwohl, wir könnten das Teil, wenn das passt, warte mal, wir gucken mal bei Holz, wie viel, ja, haben wir Platz auf jeden Fall. Dann nehmen wir nämlich jetzt Schrott mit, machen auf, so, nee, nicht das, das hier würde ich gerne in die, es, ach so, nee, Moment, okay. Ich wollte gerade sagen, warum ist das mit den paar Stöckchen zu viel? Aber wir haben hier noch Baumstämme drin. Das ist schon mal sehr gut. Dann könnten wir jetzt das Ding eigentlich... Wir können es ja Gott sei Dank schieben. Dann nehmen wir das Ding jetzt einmal mit raus. Da ist nämlich kein Schrott mehr drin. Das heißt, wir nehmen das Zeug jetzt einfach und machen da gleich mit den Baumstämmen weiter, weil das ist schon mal ganz gut. So.
Dann haben wir nämlich hier Platz. So. Wir brauchen 3 Baumstamm und 4 Bretter. 1, 2, 3 und dann das hier nochmal fallen lassen für die Bretter. So, dann das hier an. Obwohl, warte mal, wir können auch das hier direkt nochmal fallen lassen. Dann machen wir nämlich direkt. Moment, den einen Baumstamm hätte ich auch gern hier irgendwo. So. Dann das hier bitte in Holzbretter zerteilen. Mach mich nicht schwach, die Kettensäge ist leer. Oh Mann, ey. Wir haben doch noch gar nicht so viel gebastelt hier, oder? Warte, da hängt übrigens ein Brett in der Wand. Wir gucken gleich mal, ob wir das rauskriegen. 0, ja, wir müssen definitiv tanken. In die Hände nehmen, dann passt das. Guck mal, das passt da schon rein, das ist sehr schön. Dann gehen wir jetzt doch mal kurz, wie gesagt, tanken. Nee, warte, wir hatten extra eine Sprit. Da ist, ich wollte gerade sagen, wir hatten nämlich extra einen Sprit. Treibstoff einfüllen, Sprit-Schrank gemacht. So quasi eine Tanke für zu Hause. Für Stromaggregate und sowas. So, ja, und bei dem Häuschen da oben habe ich halt tatsächlich das Gefühl, dass das einer der Zuschauer ist, der mir auf dem Kanal folgt. Wäre zwar schön zu wissen, wer es dann ist, weil ich sage, ich war ja hier eine ganze Zeit echt alleine. Wollte keiner bei mir in der Gegend sein. Nee, aber ich finde das echt toll, von daher alles gut. Nee, hä? So. So, ich brauche jetzt, was brauchte ich denn noch halt? Warte da. Noch 3 Bretter. Aber wir brauchen jetzt erstmal die Bretter hier unten. 1, 2, 3. Das Ding nehmen wir doch wieder auch. Dankeschön. 4. Bretter brauche ich eh nicht gerade. Ich brauchte eigentlich das hier. 1, 2, 3. Was aber auch ganz gut ist, weil dann können wir nämlich jetzt direkt wieder das Fenster zumachen. Das Teil dahin. Ich wusste gar nicht, dass man das da auch so verbauen kann. Es ist aber schon ulkig, oder? Weil, warum sollte ich hier so ein riesen Teil hinbauen? Ja, ich meine, auch mit dem anderen, das wäre bestimmt ulkig, oder? Es geht auch. Na gut, das hätte dann natürlich einen Vorteil, ne? Ich will jetzt nur mal gucken. Würde auch nur 10 Werkzeuge kosten, 100 Blei und 10 Schrott. Wenn du dann natürlich hier so eine Barrikade hast, wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht, ich weiß es halt nicht. So, das Ding haben wir dann jetzt. Dann sind wir hier schon mal durch. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt den nächsten Baum umkloppen. Ja, ich habe ja gesagt, irgendwie, wir werden jetzt in nächster Zeit ein bisschen Basebau und so betreiben. Und Schrott müssen wir, wie gesagt, noch holen. Und ich war ja die ganze Zeit schon am Überlegen, ob ich hier einen Zaun drumherum baue, aber ich wüsste im Moment echt tatsächlich nicht, warum. Wenn wir dann natürlich hier unten auf Metall upgraden wollen, brauchen wir wahrscheinlich auch jede Menge Klamotten an Schrott und sowas. Das könnte schon ulkig werden. Wir lassen die Motorsäge jetzt mal laufen, bevor der gleich wieder stundenlang braucht, um da irgendwas umzulegen. So, Baum fällen. Ich glaube, ja, das war es dann jetzt erstmal genau. In die Hände nehmen. Ich wollte nämlich gerade sagen, mehr wie 500 oder so Kilo konnte die Kiste nicht. Das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil.
Und der ganz große Nachteil ist halt immer noch hier mit dieser blöden Treppe, ne? Das ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich da falsch gebaut. Ich war halt der Meinung, dass das funktioniert, aber nee, will er nicht. So, wir fangen jetzt erstmal hier hin. Dann abholen. Ne, wir fangen. Wie ist der her? Wir fangen hier vorne an. Hallo? So. Weil ich glaube nämlich, dass wir da hinten den Baum hier reingelegt kriegen. Och Mann. Kiste. Danke. So. Kiste hier hin. So. Dann jetzt hier einmal aufrüsten. Uns fehlt jetzt hier, ja, sechs Bretter und zwei Baumstämme. Sechs Bretter, also insgesamt vier Baumstämme. Eins. Zwei, drei und vier. So. Die legen wir dann jetzt. Ja, super. In die Richtung. So, eins, zwei, drei, vier. Wobei ich der Meinung bin, dass die schon wieder falsch rumliegen. Werden wir jetzt gleich sehen. Das Ding hier vielleicht zuerst. Natürlich lag das Zeug wieder falsch rum. War ja sowas von klar. Obwohl, warte mal, wir haben doch hier. Guckst du, wir haben doch hier zwei Bretter, da brauchen wir doch gar nicht. Drin haben wir übrigens noch ein Brett. So. Hervorragend. Ach, der hat sogar das von drin genommen. Das ist schön. Dann schmeißen wir das wieder zurück. Aufrüsten. Wir brauchen sowieso das Teil jetzt hier. Aber das drehen wir komplett. In der Hoffnung, dass jetzt alle draußen bleiben. So, natürlich nicht. Das ist auch wieder. Es ist. So, in die Hände nehmen. Dann brauchen wir das hier. Eins, zwei, drei. Das hier brauche ich nochmal. So, fertig. Und hier werden wir natürlich auch noch upgraden, den Fußboden und so. Aufrüsten. So. Mit was rüsten wir eigentlich auf? Mit allem, nur nicht mit dem Knüppel, ne? Ja, anscheinend wirklich mit dem Bushman. Ich versuche jetzt gleich mal das ohne Bushman zu machen. Weil es ging mal eine ganze Zeit lang. Achso, was brauchen wir jetzt? Bei, okay. Seit wann pinkeln die nicht mehr beim großen Geschäft? Das haben die da, oder ist das jetzt wieder? Das kann natürlich sein, dass die Blase schon wieder voll ist. Jetzt machen wir sogar 117% Wasser hier. Und so wie wir da jetzt stehen würden, hätten wir die ganze Hose nass, weil vom Spritzwasser und so. So, 3 und 6 brauche ich auf jeden Fall. 1, 2, 3 und da machen wir 6 draus. So. Dann das Ding nochmal her. Ich glaube, so ist richtig jetzt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich bin gerade. Also was diese Baumstämme angeht, ne, das ist. Oh. Immer so ein bisschen doof. Ich möchte die Baumstämme von früher zurück, die eigentlich nur um einen drum rumgefallen sind oder so. Diesmal ist es aber anscheinend die richtige Richtung, das ist sehr schön. Dann nochmal einen fallen lassen und den auch fallen lassen, weil. Der ist falsch. Ich sehe es doch jetzt schon wieder. Der war doch, das musste doch. So rum. So. Und da wir ja eh die Klamotten brauchen, beide,
ist für hier. Aufrüsten und für hier natürlich auch. Aber den hier zerlegen wir auch erst noch. So. Hervorragend. Dann hier die 6 rein. Da auch. Waren das auch 6? Ne, es sind nur 4. Da habe ich schon wieder irgendwie 2 verloren. Aber okay, das könnte vielleicht sein, dass wir die drin haben. Wir gucken mal. Nein, ach, jetzt fängt der schon wieder an zu reparieren. Wir haben da gerade erst aufgerüstet, muss er nicht schon wieder reparieren. Da ist auf jeden Fall ein Brettchen. Das ist aber von hier vorne noch. Das können wir schon mal da reinhauen. So, so, so. Da hätten wir noch eins, hervorragend. Ich würde sagen, das schmeißen wir einfach mal kurz hier hin. Aber ich finde das schon ulkig mit dem Upgrade. Toll, wir müssen gucken, dass, obwohl die hier können wir von innen upgraden, ne? Müsste eigentlich funktionieren, ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Weil wir kommen ja außen da nicht mehr hoch und so eine Art Gerüst oder sowas kann man hier auch nicht bauen. Da müssten wir dann tatsächlich mal gucken, wie wir das machen. So, ich möchte einfach nur ups, hier hoch. Das macht der auch nicht mehr, schade. Doch, jetzt geht's. Aber ich glaube, ne, das geht nicht. Den kriegen wir nicht hier reingelegt. Dann müssen wir doch nochmal hier raushüpfen. Und jetzt fällt wahrscheinlich trotzdem alles nach hier unten. Schade. Tatsächlich schade. Gut, dann müssen wir doch nochmal hoch. Die Kiste runterholen. Und dann legen wir auch den anderen Baum direkt mit um. Hätte ja klappen können, Mensch. So, dann Schrott, der keiner mehr ist. Aber das wird uns immer daran erinnern, dass wir die Schrott brauchen. Die würde ich tatsächlich auch beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch. Ne, heute schaffen wir es wohl nicht mehr. Wir sind schon bei fast einer Stunde. Vielleicht schaffen wir heute die erste Etage noch. Ne, oben die Etage auch nicht ganz. Hallo? So. Aber vielleicht können wir dann nächste Woche, wollte ich schon sagen, morgen Schrott holen, fahren. Oder ich muss gucken, wie weit wir kommen. Wollte ja oben auch noch umrunden. Das können wir vielleicht gleich mal anfangen. Ich weiß gar nicht, was wir da an Material noch brauchen. Aber ich glaube, das war nicht so intensiv wie das, was wir jetzt hier unten bei Aufwertung haben. So, dann 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Das Ding lassen wir mal da liegen. Haben wir sonst noch hier? Ne, haben wir nicht. Gut. Dann nehmen wir Schrott hier. Hier hin. Schrott dahin, danke. Schrott wieder dahin. Das Ding. Einmal volle Bulle. So, dann bitte aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, den will er schon wieder nicht. Das ist doch gemein. Hä? Moment, da liegen noch 2. Hervorragend. Das ist jetzt blöd. Warum macht denn der die da nicht mehr rein? Das finde ich jetzt nicht toll. Da liegt auch noch einer im Übrigen. Toll. Es sind sogar noch 3 Baumstämme, die ich jetzt nicht mitkriege. Naja gut, dann müssen wir die halt nach und nach holen. Das ist mir jetzt egal. Ja. Und hier unten wollte ich ja auch noch upgraden, das Gedöns hier an der Seite. Die Veranda-Begrenzung. So. Müssen wir gleich echt mal gucken, was das dann so kostet an Materialien. Das ist schon mal einer. Wir fangen unten an. 2, 3, was halt jetzt auch gemein ist, ne, mit den Kisten. Okay, das geht nicht mehr ohne. Wir brauchen irgendwas Spitzes anscheinend. Oder was Scharfes. Also wir brauchen entweder ein Messer oder... Das funktioniert nicht. Also den Knüppel hätten wir uns eigentlich sparen können.
Ganz ehrlich, dann lasse ich ihn auch mal fallen. Dann müssen wir jetzt halt gucken. Wir haben ja so viel Reparaturgedönse jetzt. Das wird er was mitnehmen. Dann einmal bitte Reparaturen. Weil ich möchte jetzt nicht ewig meine ganzen Bushmans, Katanas oder was auch immer wegschmeißen, nur weil wir jetzt dann den Mist hier haben. So, 3 und 4. 1, 2, 3. Ich muss noch mal gucken, da drin ist ein Brett. Haben wir hier noch ein Brett drin? Natürlich nicht. Ja, vorrangig. Ach, das ist doch schon wieder, ist das Crafting, das Teil da, so. Natürlich nimmt er das Brett von drinnen nicht, oder was? Das ist doch schon. So, dann das raus, dann das in die Hand. Wäre ja schön, wenn er mal die Baumstämme so legt, dass ich sie auch sehe und finde. So, ach nein, das in die zwei wieder. So. Dann haben wir, nee, ich wollte gerade sagen, dann haben wir jetzt hier alles fertig. Das stimmt gar nicht, das ist eine Lüge. Wir müssen ja hier von drinnen noch arbeiten. So. Da liegt noch ein Brettchen. Hallo, bis hier. Die Hände nehmen. Sehr schön. Dann das Teil dahin. Hey. Das Teil dahin so rum. So, dann geht's jetzt mal hier weiter. Vor allen Dingen müssen wir auch bei Gelegenheit tatsächlich aufpassen, dass wir nicht zu viel upgraden und gar keine, obwohl doch, wir haben noch Schrott. Für die zwei Fenster sollte es noch reichen, obwohl da dürfte eigentlich keiner mehr reinkommen. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Aufrüsten, 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 aufrüsten und aufrüsten. So, hervorragend. Dann fangen wir an. So. Kiste. 1, 2, 3. Sehr schön. Und 6. 1, 2, weil wir müssen ja da gleich dingsen, nicht wahr? So, dann machen wir das hier. Kurzes Prozesschen. Dazu dann einmal das Ding bitte drehen, weil wir müssen ja in diese Richtung drehen, wo wir sägen wollen. Das habe ich ja jetzt so halbwegs rausgefunden. Die zwei Bretter, hallo, legen wir schon mal hier hin. So, und dann das hier schon mal kaputt machen. So, wunderbar. Fertig. Und genau. Das Teil da auch fertig. Dann 3, 6. 1, 2, 3. Ja, das mit 6 war dann so ein Druckschluss. Das haben wir nicht mehr. Die Dinger nach oben. Halt erstmal aus hier. Das Ding raus. Und dann, ja, wieder zurück. Wir brauchen Schrott. Ach, Quatsch. Ja, Schrott brauchen wir auch. Ich meinte natürlich jetzt neue Bäume. Oh Mann, ey. So, warte mal. Warte, warte, warte mal. Wir haben doch hier. Ach, guckst du. 1, 2, 3. Machst du das so? Ja, wir müssen trotzdem gleich noch Bäume fällen gehen. Das hilft ja alles nichts. Aber wir können. Moment. Auch noch. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt einen Denkfehler. Ne, da ist alles drin. Doch noch zwei bräuchte ich. Fallen lassen. Fallen lassen.
So, hallo, wo ist denn da? Da. Ne, zumachen. Eins, zwei. Eins, zwei, so. Dann haut das auch hin. Und dann brauchen wir nämlich noch da sechs und da sechs. Das ist hervorragend. Den haben wir das. So, das hier hin. Das würde ich irgendwo dahin kloppen wollen. So. Ne, da. Schauen wir mal gucken hier. So. Ist aber alles fertig, das ist schön. Aber ich habe so das Gefühl, wir sägen die hier schon wieder in die falsche Richtung, oder? Anscheinend, ja. Was mich so ein bisschen stutzig macht. Fünf, wo ist denn da? Nein, du sollst nie reparieren, du solltest das blöde Brett mitnehmen. Mann, oh. Aber ich sage, ich finde es schon geil, dass die das jetzt irgendwie geschafft haben, aus diesen dünnen, da oben, wenn man so guckt, ne, dass man da jetzt so dicke Wände angeblich hat und so. Das finde ich schon ganz clever gemacht. So, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen ja jetzt immer noch neue Bäume, neue Stämme. Müssen wir wieder unterwegs hier. So. Ah. Alter. So langsam aber sicher ist es echt nervig. Dieses Jahr ist echt nicht mein Jahr. Kann alles nur noch besser werden. So. Die. Was haben wir denn? Konstruktion haben wir schon 7%, okay. Da ist nochmal 7. Dann würde ich tatsächlich jetzt da hinten den Baum noch umlegen wollen. Ja. Hier sind übrigens die anderen drei Baumstämme, die haben wir eben vergessen. Wobei die dann wahrscheinlich jetzt gleich hier nicht mehr reinpassen. So, dann legen wir den hier noch um. Machen kurz die Krachmaschine aus. Okay, wir können schon mehr wie ein echter. Oh, oh, 5 Stück können wir nicht mitnehmen. Das läuft hervorragend hier, ey. Das ist echt der Hammer. Hey, hallo? Kiste? So kurz sagen. Kiste müssen wir schon mitnehmen. Wenn wir die da irgendwo stehen lassen, kommt die nicht mehr mit. Da. So. 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 Ja. Hallo? Schrott. Schrott. So, und vielleicht fahre ich die Tage dann nochmal in den Bunker gucken. Fallen lassen, fallen lassen. Das Ding brauchen wir auch. So, dann haben wir nämlich das und dann müssen wir jetzt das hier zu und das in die Richtung. So muss das sein, ja. Weil vielleicht finde ich ja dann wirklich noch entweder zwei Zweier oder zwei Einer. Das wäre mir am liebsten, also zwei goldene Speichermodule. Die wären mir am liebsten. Ich muss mal kurz pausieren, geht gleich auf jeden Fall weiter. So, und da bin ich auch schon wieder. Hat ein bisschen länger gedauert. Immer diese
WhatsApps von meiner Frau, die dann wissen will, ob die Hunde schon irgendwie was hatten oder sonst was. Eins, zwei, drei. Und da die Hunde heute nichts zu fressen hatten, musste ich dann doch nochmal kurz runter den Hunden was zu fressen geben. So, jetzt wollt ihr aber mal gucken, das Ding muss hier hin. So, dann das direkt schon mal zerlegen hier. Hervorragend. Dann, Quatsch, warum habe ich denn schon wieder die R-Taste gedrückt? Das war jetzt nicht so clever. Ich sehe es ja ein. Nuko, mach hin hier. Mach das Ding jetzt an. Mann. Warum? Warum? Ah, okay. So. Nee. Eigentlich wollte ich das so machen. So, in Holzbretter. Sag ich jetzt. Sechs Stück, hervorragend. Das Ding dann wieder. Mach aus. Nein, nicht wieder. Nein. Oh, warum kann ich das nicht abbrechen? Lass es. Du sollst einfach nur das Ding auf den Rücken packen. So. Und das Ding packen wir dann dahin. Dann hatten wir hier noch zwei. Fallen lassen. Hervorragend. Das nehmen wir natürlich mit. Eins. Zwei, drei. Drei, so. Hervorragend. Und die zwei Dinger nehmen wir jetzt mit nach vorne und basteln uns das letzte Fenster hier fertig. So, dann haben wir das hier auch schon mal zu. So, hervorragend. Also wir haben jetzt zumindest schon mal rundherum hier alles zu. Dann würde ich sagen, als nächstes würde ich sagen, machen wir die Decken, oder? Und die Seiten am Schluss, oder? Ja, ich glaube schon. Das, nein, nicht zerstören, aufrüsten würde ich gern. So, das sind dann drei. Was brauchen wir denn dafür? Jetzt zeigt er mir das hier wieder nicht an, doch. Zwei Bretter, ein Seil und Bretter brauche ich jetzt dafür. Okay. Aufrüsten. Und aufrüsten. Das heißt, wir könnten erstmal hier alles fallen lassen. So, dann nehmen wir eins von den Dingern hier mit. Jetzt schmeißen wir mal dahin. Obwohl, warte mal. So, vielleicht da. Oh, ey. Bin ich froh, wenn der ganze Kack jetzt endlich mal vorbei ist. So, F, dann in Holzbretter zerteilen. So, sehr schön. Es sind wieder viel zu viele nach draußen gefallen. Da. So. Dann fertig machen. Fertig machen. Sehr schön. Das Ding dahin. Dann bis. Das Teil hier hinlegen und das Teil können wir, hallo, das hier hätte ich gerne bitte ungefähr hier, oder? Ja. Obwohl, nee, das geht ja in die Richtung. Dann müssen wir das doch wieder ein Stück zurückholen. Sonst schmeißt der nämlich wieder alles raus. So. Dann jetzt bitte nochmal. Okay. Holzbretter zerteilen. So. Eins, zwei. Ich weiß gar nicht, müsste doch eigentlich für die letzten zwei jetzt reichen, oder? Ja. Aber dann brauchen wir den einen hier unten gar nicht mehr zu zersäbeln. So. Fertig. Haben wir jetzt zwar ein Brettchen übrig, das können wir in den Schrott packen, das packen wir auch da rein. Dann den Schrott da hinten, nee, doch, nee, hä? Ah, falsch, egal. Aufrüsten.
Es geht auf jeden Fall schneller als gedacht. So. So, dann gucke ich doch jetzt einfach mal gleich. Das Ding in die Richtung. Und das Ding hier. Na, ich komm her. Diese Richtung, dann sollte das doch funktionieren, oder? Hoffe ich. In Holzbretter zu teilen. So, wunderschön. Und das dann auch nochmal. So. Dann das hier aus. Funktioniert, funktioniert. Das dahin, das dahin. Fertig. Und da auch fertig. Das funktioniert besser als gedacht. Es ist schon. Ja. So, das Ding kann eigentlich da unten rein. Dann würde ich sagen, das auf jeden Fall wieder nach oben. Und die Dinger brauchen wir gleich auf jeden Fall. So. Die schmeißen wir hier hin. Da müssen wir auf jeden Fall noch zwei Bäumchen jetzt gleich killen gehen. Aufrüsten. Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon aufgerüstet hier? Ne, die Leiter. Kann man die Leiter nicht aufrüsten? Zerstören, Reparaturen? Ne, anscheinend geht die Leiter nicht zu reparieren. Zum Aufrüsten. Nicht zu reparieren. So, das haben wir schon fertig. Aufrüsten. Aufrüsten. Da geht es doch gar nicht weiter. Lass mal gucken, was haben wir denn hier eigentlich noch? Wir hätten hier noch ein paar Baumstämme. Ich glaube, das lassen wir auch so. 1, 2. Dann nochmal 2. Das passt ganz genau. Das ist, ich finde es gerade hervorragend. Das Ding, warte, nee. Wir hauen das jetzt einfach in den Schrott rein. Dann haben wir das nämlich auch fertig. So, dann, hier zu. Das Teil bitte in die Richtung. Und das hier in diese Richtung. Da so. Hervorragend. So. Dann einmal wieder hier starten. Ich wollte gerade sagen, wir können ja das Nachtsichtgerät anmachen, aber wir haben gerade gar keins. So und so. So, dann einmal das und einmal, hallo, das, fertig. Dann das hier. Ups, und das da, fertig. Hervorragend, wir haben dann 3 Bretter übrig, okay. Jo, dann ist das so. Eigentlich das hier schon mal herstellen, oder? Aufrüsten. So, fertig. Da haben wir noch ein Brett. Ich weiß nicht, wo die einzelnen Bretter alle herkommen. Haben wir irgendwo ein paar Bretter übersehen oder so? Ah, da ist zumindest noch eins. Oh. Alter Walter. Schrott. Das lassen wir fallen. Den lassen wir auch fallen. Dann würde ich nämlich sagen, ups, das Teil schmeißen wir hier so rein. Und das Ding, wie gesagt, eben, wie eben auch in diese Richtung. Damit das Zeug da reinrutscht, dann kann man das nämlich ganz gut machen. Wenn dann die Motorsäge auch irgendwie anspringt, so dann in Holzbretter zerteilen. Und die hier auch nochmal zerteilen.
die Dinge. Hä? Da habe ich anscheinend irgendwie falsch gesägt. Aber das war doch die richtige Richtung, oder? Das, ja, ich weiß gerade nicht. Das kann sein, dass wir da. Der war doch in die. Ja. Ich bin da gerade jetzt wieder voll daneben. Ich dachte eigentlich, ich hätte das Ding richtig hingelegt, aber anscheinend nein. So, das und das, das ist erstmal das Wichtigste. Dann machen wir das da und das da. Dann haben wir die auch fertig. Glaube ich, ich gehe jetzt mal von oben gucken. Also ich sage, der Boden hier, den finde ich auch schon irgendwie, hier, der fühlt sich zwar weicher an, aber das hier finde ich irgendwie trotzdem geiler. So, dann rüsten wir einfach mal auf hier. Die Dinger sehen jetzt irgendwie nobler aus. Also die Ritzen hier, die Wasserdinger, die, nein, ich weiß nicht, Luftlöcher. So, das Teil und... Das Teil kann dahin, dann können wir nämlich das hier schon mal aufwerten. Und hier können wir sogar noch eins aufwerten. Wir bräuchten jetzt insgesamt 6 Bretter. Wie viel haben wir da drin? 2. Also bringt das nichts. Was hatte ich gesagt? 6 Bretter, ne? Das heißt, wir packen jetzt einfach das Ding hier. Macht zu. In diese Richtung. So. Machen jetzt die 4 hier voll, nehmen die anderen 12 Bretter und gehen dann einfach darüber. So. Gut, machen wir erstmal nicht, weil wir müssen jetzt erstmal halt, nein, das bleibt hier. Wir müssen jetzt erstmal wieder tanken hier. Einfüllen. So, dann machen wir das da wieder rüber und das ist jetzt voll. Sollte zumindest voll sein. Die Kettensäge ist aber, ja, hat noch 90%, also sollte das schon mal nicht das Problem sein. Die Säge läuft, jetzt richtige Taste, jawohl. Und dann plötzlich, keine Ahnung. So, dann aus 2. Das da rein, wunderbar. Und die 2, ja, nehmen wir jetzt wie gesagt einfach mit rüber. Oh, nein. Hä? Das ist das. Das. So, dann gucken. Ja, ich möchte halt irgendwie hier oben das Ding auch noch irgendwie unterteilen in, weiß ich nicht, hier Schlafraum da drüben. Ich weiß halt nicht, was das da drüben werden soll, wenn ich ehrlich bin. Noch nicht so drüber nachgedacht, aufrüsten. Weil da bräuchte ich dann wieder 3 Bretter und einen Baumstamm. Das ist auch wieder aufrüsten. Ach so, hier habe ich direkt noch, hier habe ich noch was gehabt, das ist gut. Hier brauchen wir 2 Bretter und 4. So, da bräuchten wir jetzt eigentlich nur noch 2 Bretter, die müssten wir ja eigentlich hier drin haben, ne? Fallen lassen, fallen lassen. Sehr schön. So. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich da zu dem... Ohrigen, ja, das ist was dicker, oder? Ich glaube. Also ich würde sagen, das ist nur was dicker geworden oder so. Weil die 2 sind ja relativ dünn. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es dicker geworden ist. So, im Übrigen sehe ich gerade, hier sind auch noch 2 Bretter. So,
hier brauche ich jetzt auf jeden Fall eins und drei Bretter. Nee, wir müssen das in die Richtung drehen. So, dann... Eben hat er noch rumgeheult, ihm ist zu warm und jetzt ist ihm zu kalt, jetzt müssen wir wieder Jacke anziehen. So. Ja, ich finde, das sieht gut aus. Eins, zwei... So, jetzt fehlt aber, da ist auch noch, siehst du, da dabei. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal raus. Obwohl, wir haben gerade, genau, wir haben die Dinger hier abgegradet. Ah, keine Ahnung, also es sieht irgendwie merkwürdig aus. Also für innen hätte man das irgendwie beidseitig so machen sollen. Weil ich finde, das sieht jetzt tatsächlich ganz merkwürdig aus, bin ich ganz ehrlich. Jetzt muss ich aber mal gucken. Wir hatten doch aber das Richtige genommen, ne? Da steht übrigens, ich weiß gar nicht, ob das früher schon immer war. Dass das da stand, wie man es aufrüsten kann. Ich weiß gar nicht, ob das früher da schon stand. Gut, Türen können jetzt auch in Zement aufgerüstet werden. Treppen in... Holz, Metall, Ziegel und Zement, auch Zement, das ist gut. So, dummer Spruch von Falli wieder, oder? Nachtsicht nutzen. So. So, dumme Sprüche immer und so, ne? Falli hat immer einen dummen Spruch auf Lager. Und wenn nicht, ist Falli krank. So, ja, das Problem ist... Was? Abbruch bei ihm, Andi? Wo ist denn der? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo der runtergeht. In A1. Oh, direkt 2 in A1, okay. Das heißt, der muss irgendwo in A1 sein. So, dann... Achso, wir könnten hier eigentlich mal gucken. Das Ding braucht noch 8 Stunden. Das ist endlich voll aufgeladen. Nehmen wir mal in die Hände. Und das Ding braucht noch ein bisschen mehr. Ich weiß tatsächlich gerade auch nicht wirklich, warum ich die ganzen Autobatterien auflade. Bin ich ja mal ganz ehrlich, weil so viele Autos werden wir nie finden und vor allen Dingen auch nicht brauchen. Das ist ganz, ganz merkwürdig. So ein Not könnten wir, eigentlich bräuchten wir ja nur hier. Warte mal, ich brauche den Knüppel im Übrigen. So. Den brauchen wir definitiv. So, den hauen wir nämlich dann direkt hier unten rein. Ich glaube, wir machen einfach... Wir behalten einfach nur 4 von den Autobatterien. Und die anderen kloppen wir einfach alle kaputt. Dann haben wir wenigstens wieder Bleiflatten. So. Den Schrott nehmen wir jetzt mit hier. Schrott weiter... Ich möchte hier...
gucke ich mal, wo laufe ich denn am dümmsten hin? Ja, da vorne ist auf jeden Fall noch. Stimmt, Moment, wir hatten. Halt, warum haben wir hier noch. Ja, halt, da schmeißen wir schon mal rein. Wir hatten hier auf jeden Fall noch einen Baumstamm liegen. Es ist halt immer so merkwürdig, dass man halt. Warte, wir gehen jetzt irgendwo da hinten mal suchen und hoffen, unsere Bäume wiederzufinden. Oder unsere Stämmchen, die hier noch irgendwo liegen sollten. Ah, guck, hier liegen ganz viele. Gut. 1, 2, 3, 4, ups, 5. Dann legen wir jetzt den nächsten Baum um, den da hinten, in der Hoffnung, dass wir da alle Stämme mitkriegen. So. Und das Schlimme ist, wir müssen hier draußen ja auch noch upgraden. Ja gut, Nacht hat er natürlich recht. Ist ein bisschen dunkel halt. Obwohl, ich finde die bei mir definitiv gar nicht so dunkel, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, es haben sich ja auch schon immer viele im Video beschwert. Ups, mach mal das Ding aus. Dass es angeblich immer so dunkel ist. Obwohl, ich habe jetzt die Tage mal eine Folge von mir laufen lassen auf meinem Handy. Da finde ich es definitiv auch nicht wirklich dunkel. Und hier in-game komischerweise auch nicht. Also ja, es ist ein bisschen dunkel, aber ich erkenne hier zum Beispiel wirklich noch alles. Und ich habe nicht meine Gamma hochgedreht oder sonst was. Weil, warte. Aktion oder Grafik. Oder ist die Gamma noch von früher hochgedreht? Ich weiß nicht. Schattenqualität. Schattenauflösung. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wo das geht mit der Gamma. Video wahrscheinlich. Ha, Video war's. Lass mich gucken. Nee, meine Gamma ist komplett hochgedreht. Also klar, ich könnte jetzt hier runterdrehen auf 2. Dann wäre es auch bei mir dunkel, aber ich glaube. Moment. Ja, wir wenden die mal kurz an. Also da sieht es nicht nur dunkel aus, da sieht man ja. Da ist auf jeden Fall noch dunkler wie dunkel und keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wie die Standardeinstellungen sind. Ach, hier bin ich doch schon wieder falsch. Option, Spieldeutschsteuerung anpassen, Video. Aber wie gesagt, meine Gamma ist auf 2,8 hoch. Kann natürlich sein, dass ich die einfach höher gedreht habe, um was zu sehen. Oder damit damals der Stream was sieht. So, aber wie gesagt, zur Not haben wir halt auch noch das Nachtsichtgerät. Was natürlich auch ein bisschen besser macht oder vieles besser macht, so. Dann, ich wollte gerade sagen, sollten wir die Kiste auch mitnehmen. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir drin irgendwie die Wände noch verziert kriegen. Ne, nicht verziert, aufgerüstet. Wobei ich aber immer tatsächlich sagen muss, aufrüsten. Ich finde es halt auch schon alleine hier wegen dem Upgraden tausendmal geiler, wenn das nicht an ist, das Nachtsichtgerät. So, fallen lassen und nochmal fallen lassen, weil wir brauchen jetzt da einen Baumstamm und jetzt nochmal 6 Bretter. Ich würde aber tatsächlich genau das Ding drehen wollen. So ist gut. Dann das Ding wieder an. Da die Wand haben wir schon abgegradet. Das heißt, wir müssten hier gleich noch die eine machen. Ich hoffe, das geht gut und nicht, dass wir hier gleich Bretter suchen. Hervorragend. Wo sind denn die ganzen Bretter hin? Da, wo sie nicht hin sollen. Irgendwie sind es auch nur 4. Ah, da sind auch noch 2. Das ist gut. Die können wir dann schon mal da reinkloppen. Das Ding auch bitte mitnehmen. Dann haben wir das dann fertig. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Guck mal, hier haben wir jetzt Innenansicht und da haben wir falsch rum. Vielleicht haben wir das auch nur falsch rum gedreht.
Hätten wir vielleicht mal anders bauen sollen, aber jetzt steht es so und jetzt lassen wir es so. Also ich bin so nicht der Fanatiker, bei dem das alles hundertprozentig sein muss. Wir haben es jetzt so gebaut, es sieht jetzt so aus und dann ist das so. Da kann man auch nichts dran machen, sag ich jetzt mal so. So, aufrüsten. Hatten wir noch drei Bretter hier drin? Das wäre schön. Also zumindest weiß ich von zwei. Fallen lassen und fallen lassen weiß ich von zwei. Dann waren wir hier unten. Ne, da ist nichts mehr drin. Aber vielleicht haben wir hier ein Bretter. Ne, ein Holz noch was. Natürlich nicht. Na egal, dann. Ach Quatsch. Holz stellen wir jetzt wieder bitte zurück. Dankeschön. So, dann nehmen wir den Schrott dahin. Und hierhin. So. Dann lassen wir das mal fallen und ja, wir müssen eh da noch. Machen wir mal hier. Aufrüsten, aufrüsten. Und so. Nein. Da. Den Holzbretter. Achso, irgendwie fehlen da. Also da fehlt definitiv schon wieder ein Holzbrett. Wo auch immer das hin ist und natürlich zweimal. So. Was ist das Teil? Jetzt muss ich nur gucken, wo das dritte Brett hin ist. Ah, hallo Brettadder. Sehr schön. So, auch fertig. Dann hätten wir hier die zwei noch. Aufrüsten, so. Achso, nee, Moment, da drüben müssen wir auch noch eins aufrüsten. Eins, zwei, drei und das Ding. So, das nehmen wir bitte mal mit. Bring schon mal den Baumstamm dahin. Nee, da fehlt einfach nur ein Brett. Sag mal, was habe ich denn da gemacht? So, warte, das Teil bitte einmal auf den Boden legen in diese Richtung. Ja, das läuft, weil das ist, glaube ich, der falsche. Nee, nicht so, was hat in 5 Minuten. Das finde ich jetzt nicht fair. Nein, lassen Sie das sein. Wir haben es gleich schon wieder. Ja, komm. Die 5 Minuten machen wir noch. Dann sind wir bei 1,37. Aber dann sind wir bei Restart, 12 Uhr. Sollte dann hoffentlich auch funktionieren. Hallo, ich hätte gern das Teil noch mal kurz so, danke. Dann habe ich heute aber ziemlich spät angefangen. Ich habe gedacht, wir hätten um 10 angefangen. Aber kann natürlich sein, ich habe glaube ich eben noch was gegessen gehabt. Das kann dann. Ach nee, Quatsch, die Pause, ich wollte gerade sagen. Die Pause, wo meine Frau unterbrochen hat, die ist schuld. So. Das Ding brauchen wir jetzt auf jeden Fall da. Aber irgendwo müsste doch hier noch dann eigentlich so ein dritter. Nee, ich weiß, woran das liegt. Wir hatten noch zwei aus dem aus der Kiste, ne? Das werden die wahrscheinlich sein, die fehlen. Nein, warum eins fehlt? So, dann werden wir jetzt einfach mal kurz das wieder anzünden hier. Aber ich sage, ich habe tatsächlich dann an der Wand anscheinend nicht aufgepasst. Obwohl, habe ich an so vielen Wänden nicht, fällt mir gerade auf. Weil die sind auch falsch rum eigentlich. Die müssten ja dann auch, oder wäre schön, wenn die so rum gewesen wären. Also hier an den Wänden habe ich tatsächlich nicht aufgepasst. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Einmal, zweimal, dreimal. So, hier hätte ich sogar schon. So. Ja. Ah, hier sind noch zwei Bretter. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sieht das mit den Brettern so ein bisschen merkwürdig aus. Das Ding braucht keine Bretter. Ich werde natürlich jetzt gleich gucken, dass ich trotzdem irgendwie so, in die Hände nehme. Noch weiter upgrade. Zumindest hier unten die Etage, damit das wenigstens fertig ist.
Und dann würde ich sagen, machen wir morgen die nächste Etage weiter. Da. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Ja, wenn ich das so mache, ja gut. Aber wir haben gleich einen Vorteil. Der Baum ist gleich wieder hier und wir können dann den Baum schon mal von hier drinnen wegmachen. Und den anderen Baum von unserer Terrasse. Dann sollte das zumindest schon mal besser funktionieren. Und dann haben wir hier so ein bisschen Zeug halt drin. Und dann brauchen wir nicht wieder nach draußen. Und vor allen Dingen haben wir dann draußen wieder unsere Bäume. Ja, in 2 Minuten. Das heißt, wir könnten jetzt, könnten wir. Ja, was könnten wir jetzt im Moment? Gar nichts mehr, oder? Ich würde ja jetzt sagen, wir könnten unsere Vitamintabletten nehmen, aber wir haben keine mehr. Und ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich werde nachher auf jeden Fall nochmal in den Bunker fahren. Wenn da nochmal Videos gewünscht sind, gerne Bescheid sagen, nehme ich euch gerne auch wieder mit. Aber irgendwie, ja, von Freitag kam irgendwie gar keine Reaktion. Und ja, ich habe dann halt das irgendwie allein gemacht. Hab mir gedacht, gut, wir gehen einfach mal in den Bunker. Es sind auch keine Bretter drin, weil ich möchte ja natürlich, das war ja mein Ziel eigentlich, ne, die Int auf 5 hochzukriegen, wenn man die halt nicht auf 5 hat. Und das ging ja eigentlich doch relativ schnell und gut, wie man gesehen hat. Klar, wir sind eine Woche lang in den Bunker gelaufen und weil ich halt so lange nicht mehr in den neuen Bunkern war, hat sich das erste Mal hingezogen. Aber wenn man dann so nach und nach immer weiter reinkommt und weiß, wie es geht und geht es eigentlich viel einfacher, fand ich zumindest. Und ich sage, ich bin nachher, als ich dann freitagsabends die 2 violetten Speichermodule und das blaue gefunden habe, das blaue habe ich ja noch, das 4er, bin ich halt samstags morgens zweimal rein, nee Quatsch, samstags einmal morgens rein, einmal abends rein. Innerhalb von 30 Minuten war ich durch oder so. Also ich bin dann wirklich nur nach oben gegangen, habe die Sicherung reingemacht, bin dann direkt nach unten durchge, ja nicht gelaufen, aber langsam runtergegangen und habe dann auch nur das aufgeladen, bin dann wieder raus. Das gleiche habe ich dann abends nochmal gemacht. Wenn man da nicht unbedingt noch looten will, dann geht das halt wie gesagt zügig. Und sonntags genau das gleiche. Morgens rein, kurz aufgeladen. Und abends nochmal kurz rein aufgeladen. Und schon hatte ich die 2er voll. Und ja, ich sage, mir wäre es natürlich lieber gewesen, ich hätte 4 Einser gefunden, also 4 goldene Speichermodule. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch gar keins von gefunden. Ich hoffe ja immer noch, dass ich da jetzt vielleicht eins finde, weil dann. Oder 2 finde, weil dann hätten wir in 2 Durchgängen hätten wir dann unsere Int auf 5. Höher geht es ja dann leider nicht. Und ja, ich denke mal, also es ist eine machbare Mission und ich glaube, ich werde das auch demnächst, wenn wirklich komplett gewiped wird und wir wieder alles komplett von vorne machen müssen, das soll ja mit 1-0 so passieren, werde ich das auch machen, dass ich wirklich nur 2 Int nehme und den Rest auf alles andere verteile. Wobei ich ja auch schon überlegt habe, auf ihn gar nichts zu machen. Aber ich glaube, das wäre dann blöde, wenn man nicht die Klamotten hat, um in die Bunker zu kommen. Ja, weil sobald man da reinkommt, hat man eigentlich die Möglichkeit, das dann hochzukriegen, ne? Man kann da halt nur nicht irgendwie. Ja, fortsetzen brauche ich jetzt noch nicht. Man kann halt nur die Int-Sachen nicht upgraden oder aufwerten, wenn man da nichts hat. Das ist halt das Problem. Da muss ich gucken. Aber wie gesagt, wenn irgendwann 1-0 live geht, werde ich hoffentlich bis dahin auch wieder streamen. Und ja, werde euch dann natürlich mitnehmen, wie ich skille. Und das dann auch in einem Video machen und so. Dann wird ein Replay-Video hier wieder erscheinen. Und ja, hoffe dann natürlich, dass auf Mithilfe, Mann, wenn man nicht weiß, was man sagen will und dann irgendwie was daneben quatscht, nee, keine Ahnung. Und hoffe natürlich, dass das dann auch wieder gut ankommt. Und ja, im Moment bleibt mir da nichts als euch einen schönen, ich glaube, heute ist Dienstag, oder? Der 15.10. ist heute ein Dienstag, ich glaube, zu wünschen einen schönen Nachmittag. Ja, genau, heute ist Dienstag, 15. Oktober. Würde sagen, wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen früh wieder, nein, morgen Nachmittag wieder zur nächsten Folge und wünsche euch einen angenehmen Dienstagnachmittag und sage bis dahin erstmal ciao.
der Falli.